Und damit darf ich euch zum heutigen Angespielt begrüßen. Heute mal ein Spiel von Epic Games. Und Epic Games kann nicht nur Fortnite, Epic Games kann unter anderem auch Dauntless. Und Dauntless bereits im September 2019 erschien. Glaube, also was ich jetzt so vom Lesen mitbekommen habe, ja, das Spiel sagt mir absolut gar nichts. Aber ich glaube, es ist so von der Art her ein bisschen wie die Monster Hunter Spiele, wie die Demo zum Beispiel, die wir von Monster Hunter auf der Switch hatten. Dauntless auf jeglichen Plattformen erhältlich und ist ein Crossplay-Spiel, was man entweder allein oder mit bis zu 3 weiteren Mitspielern, also insgesamt zu 4, spielen kann. Und das wollen wir uns heute mal zu Gemüte führen. Und damit werden wir direkt in die Welt geworfen. Also, wie gesagt, ist so ein bisschen ähnlich wie Monster Hunter. Bloß, dass es hier halt keine Monster sind, sondern Behemoths, wie auch immer ihr das aussprechen möchtet. Und ja, ansonsten so grafikmäßig erinnert es natürlich schon so ein bisschen an Fortnite. Ja, ist klar. Und alter Schwede, ich stürze hier direkt mal ab. An die Kamerasteuerung musste ich noch so ein bisschen... Was ist das Blau, was wir hier einsacken? Kann mir das mal einer erklären? Ah, wir können auch ein sogenanntes Flitzblatt hier einsammeln. Okay. Die Steuerung der Kamera ist sehr empfindlich. Aber okay. Also, ist ein Free-to-Play-Game, ja, ähnlich wie... Ich hasse es, diese Vergleiche zu Fortnite zu ziehen. Na, das tut richtig weh. Ich glaube, hier sollten wir nicht runterspringen. Das wäre gar nicht mal so geil. So, ich muss erstmal so ein bisschen die Steuerung rausfinden, okay? Okay, damit zieht er sein Schwert. Der oder die? Ich weiß es nicht. Kannst du es auch irgendwie zurückstecken? Nö, kann er nicht. Macht er nicht. Huch, was habe ich jetzt geworfen? Eine Flare, okay. Ah, okay, und ähnlich wie in Fortnite kannst du jetzt hier quasi so ein Schmutz hier noch aus... Es ist halt Epic Games, ja. Damit musst du klarkommen, dass du hier das eine oder andere von Fortnite mit drin hast. Und hier... Und dann haben wir ein größeres Monster, dem wir uns jetzt stellen können. Das ist gar nicht, also... Ich weiß gar nicht, wie ich ausweichen soll. Also, keine Ahnung. Ob man hier auch irgendwie ausweichen kann. Doch, na klar, mit der Rolle. Aua, Alter. Ich glaube, das ist eigentlich noch ein relativ schwaches Monster, wo man vielleicht nicht ganz so schnell draufgehen kann. Vielleicht... Boah, Schwein gehabt. Du musst, glaube ich, halt wirklich dir so ein bisschen auch das Angriffsmuster angucken von dem Monster. Oh, war das wieder knapp. Ja, so wie das halt, glaube ich, auch in den Monsterhunters. Jetzt habe ich dem seinen Schwanz abgehakt. Freut sich dieses Biber-ähnliche Tier, glaube ich, eher weniger. Und wieder ausweichen. Genauso. Alter, der kann jetzt auf einmal auch treten, dieses Drecksvieh. Okay, ich habe schon wieder irgendwas kaputt gemacht. Ja, jetzt können wir auch mal ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste kämpfen, mehr oder weniger. Das war close. Was ist das Gelbe eigentlich? Ah, ich glaube, ich habe es besiegt. Ich hatte kurz Angst, dass es für mich jetzt geblättet hat. Ah, jetzt können wir unseren Charakter erstellen. Alter, was sind das denn für geile Gesichter hier? Und was hat der für eine... Um Himmels Willen, ey. Das sieht ja schrecklichst aus. Oh Gott. Da kann man sich dann wahrscheinlich auch so ein Aussehen quasi noch irgendwie erkaufen, könnte ich mir vorstellen. Was ist denn hier? Achso, das ist das Gesicht, was wir haben. Ja, komm, das Gesicht ist eigentlich ganz okay. Männlich oder weiblich? Oh Gott, Alter. Diese Frisur, die sieht so grässlich aus. Hör mir auf. Haut. Ja, komm. Nehmen wir die etwas dunklere. Alter, aber du kannst hier richtig... Oh Gott, jetzt sieht er ein bisschen weiblich aus, wenn ich das so rund mache, das Gesicht.
Um Himmels Willen, ey. Ach so, ich kann den Schädel nach hinten. Oh Gott, das sieht ja erst kacke aus, ey. Wenn das Gesicht so da hinten langgezogen ist, hör mir auf. Asymmetrie, Augengröße. Ja, komm, wir müssen das jetzt nicht übertreiben. Gibt's ja auch irgendwelche ordentlichen Frisuren? Die sind alle so scheiße. Oh Gott, Alter, was ist das? Ist das geil? Oh. Die Frisuren sind unfassbar geil. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, nee, leck mich am Arsch. Ja, ich bin. Und damit landen wir in Ramsgate und hier können wir jetzt diverse Quests mitnehmen, mit Charakteren sprechen. Ja, das klingt doch mal gut. Das Spiel nimmt einen auf jeden Fall so ein Stückchen an die Hand. Toll, du siehst ja quasi gar nichts. Von meinem Charakter habe ich eine doppelte Maske auf. Ich habe einmal diese normale Maske, die wir gerade... Ach, hier stehen noch mehr. Oh Gott. Unser Charakter ist definitiv der Schönste hier mit dieser Lockenfrisur und mit geilem Make-up noch drauf. Ey. Leck mich doch am Arsch. Aber ich glaube, das sind alles Online-Spieler, die man hier jetzt noch sieht. Mit denen man sich dann quasi irgendwie zusammentun kann und spielen kann, könnte ich mir vorstellen. Aber schauen wir uns jetzt hier erstmal so ein bisschen um. Hier haben wir einen mit einem Fragezeichen. Catherine Sorrell. Schön, dich zu sehen, Neuer. Ich denke, du bist bereit, alleine loszuziehen. Also gehört das Schiff dir zusammen mit einem ganzen Satz Waffen, die aus ostischem Stahl geschmiedet wurden. Wirf einen Blick in die Waffenübersichten, um zu sehen, wie sie funktionieren. Aber die hier sind nur dein Anfangsset. Du wirst bessere Ausrüstung brauchen, und zwar bald. Sprich mit Wills Bormann. Er kann Behemoth-Teile dazu verwenden, bessere Waffen zu schmieden. Okay. Sprich mit deiner Mentorin Cat Sorrell, um ein volles Waffenset und deine nächste Aufgabe zu erhalten. Okay. Belohnungen. Achso, das sind meine Belohnungen. Okay. Rekrutenschwert, Axt, Hammer und hast du nicht gesehen. Waffen der Wahl, Waffen der Wahl. Lerne mit Cats Waffenübersichten das Handwerkszeug der Slayer kennen, okay? Sieh dir Cats Waffenübersichten an. Machen wir mal. Ein Slayer ist immer im Training und sogar der erfahrenste Slayer, der du nicht bist. Danke dafür an der Stelle. Kann immer eine kleine Auffrischung der Grundlagen gebrauchen. Sieh dir die Waffenübersichten an, die ich vorbereitet habe. Du könntest etwas Neues lernen und sogar ein paar schlechte Angewohnheiten ablegen. Okay, Schwert. Das vielseitige Schwert kann viele verschiedene Angriffsarten bewältigen, vom Aufschlitzen bis hin zum Betäuben. Eine gute Wahl für jeden Slayer. Die auf Geschwindigkeit ausgelegten Kettenklingen lassen Slayer in und aus dem Nahkampf springen und quälen Behemoths mit leichten, schnellen Schlägen hervorragend geeignet, um elementare Debuffs zu verursachen. Schön. Der Hammer kombiniert mächtige Nahkampf-Explosionen mit harten, schweren Treffern für Betäubungen der Königsklasse. Unterbricht Behemoths und bricht ihre Rüstung. Ja, das klingt auch gut. Dann haben wir die Axt. Geduld ist Kraft mit diesem langsamen Verwüster. Großartig für erfahrene Slayer, die so viele Teile wie möglich brechen wollen. Okay. Dann haben wir den Kriegsspeer. Der zeichnet sich durch das Öffnen von Wunden aus, welche Behemoths massiven Schaden aussetzt. Er ist vielseitig genug für fast jede Situation. Also eigentlich ist jede Waffe immer geeignet. Du musst halt bloß wissen, mit welcher Waffe du am besten umgehen kannst. Ostische Repetierpistolen verursachen bei einer hohen Reichweite wenig Schaden zu. Aber je näher du kämpfst, desto härter treffen die ermächtigten Schüsse. Toll, das ist quasi eine Distanzwaffe, die auf die Distanz kaum Schaden macht.
Und dann haben wir noch den Ätherstürmer. Kanalisiere deine innere Kraft mit ein paar schlagkräftigen Waffenhandschuhen, die Behemoths mit betäubender Wirkung gehorsam einprügeln. Fand ich natürlich geil, gerade auch die Legs, ja. Hat mir auf der Switch quasi mal wieder ein paar Frame Drops. Wie gesagt, das Spiel gibt es auch für andere Konsolen. Ich hatte es mir halt für die Switch runtergeladen. Hat es jetzt keine Lust, nochmal für die PS4 zu downloaden. Ich glaube, so lange gibt es das auch noch nicht für die Switch. Ich weiß nicht, ob das für die Switch auch schon im September rauskam. Weil ich glaube nämlich, das kam für die Switch erst im Dezember. Yes, Alter. Ohne Probleme sacken wir das Ding ein. Ehre. Können wir auch hier hochklettern? Tatsächlich, das ist ja cool. Kannst ja auf den Dächern rumklettern. Das ist ja richtig, richtig cool gemacht. Also, das muss man Epic Games an der Stelle einfach lassen. Epic Games macht das echt immer wahnsinnig toll. Ja. Und hier haben wir Will Sporman. Time to put my weapons to good use. Sprich mit dem Waffenschmied Will Sporman über das Schmieden von Waffen aus Behemoth-Trophäen. So, bekomme 50 Rams und 9 Brandkugeln. Jage junge Embermane, stelle eine beliebige Embermane-Waffe her. Okay. Rekrut, schön dich zu sehen. Wills hat sich sagen lassen, du bist bereit, deine Übungswaffen hinter dir zu lassen und etwas Neues zu schmieden. Meine neuesten Entwürfe durchtränken eine raue, ostische Waffe mit der Essenz des brandfressenden jungen Embermane. Erlege diese feurige Bestie und Wills wird dir eine Waffe schmieden, die deine Gegner vor Furcht dahinschmelzen lässt. Okay, folge dem Tatzensymbol auf dem um ein Jagdbrett zu finden. Okay, wähle den Behemoth, gegen den du kämpfen willst. Dann wähle Jagdbeginn. Verbünde dich mit bis zu 3 Gruppenmitgliedern, um den Behemoth auszuschalten. Weißt du nicht, ob man auch mit random Gruppen bilden kann? Das wäre natürlich nicht so schlecht. Okay. Dann geht's jetzt ans Jagdbrett und dann wollen wir jetzt mal unsere erste Mission machen hier. Verfolgung, Patrouille, Eskalation, Prüfung. Okay, nur die Verfolgung ist freigeschalten. Gefahrenniveau 1. Patrouille, du musst die Quest in den Malströmen annehmen, um Patrouillen freizuschalten. Okay, Eskalation. Alles klar, dann machen wir mal Verfolgung. Brandbehemoths. Herausforderung normal. Elementara. Leitfaden gegen Brandbehemoths. Okay, Eiswaffen sind erfolgreicher als Feuerwaffen. Und Feuerschutz ist besser als Eisschutz. Macht natürlich Sinn. Ein junger Embermann ist ein schneller und wilder Behemoth, der noch nicht genug Brandäther gefressen hat, um feurige Attacken gegen seine Beute nutzen zu können. Trotzdem ist er nicht zu unterschätzen. Schnelle Attacken und wendige Taktiken werden empfohlen. Okay, da habe ich ja genau das richtige Schwert schon mal ausgesucht. Private Jagd. Jage einen bestimmten Behemoth. Jetzt bin ich gespannt, ob ich in einer Vierergruppe bin. Das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Oder ob ich den alleine jagen muss. Ich hoffe, ich habe eine Vierergruppe. Guck mal, der hat auch solche Ringe an seiner Waffe und an seiner Rüstung. Und das kann ich im Übrigen auch dann an der Stelle gleich noch sagen. Das ist ein absolutes Manko des Spiels. Die Ladezeiten sind teilweise ewig lang. Also ich hatte vorhin schon so einen Screen, der ging bestimmt 2 Minuten lang. Oh, diesmal ging es schneller. Aufbruch zur Insel in 1,40 gleich, okay. Muss ich noch irgendwas Ausrüstung? Nö, wir nehmen die Waffe. Ah! Ja, wir kämpfen alleine. Dieses Make-up in der Fresse, das ist so geil. Wenn du mit gezogener Waffe sprintest, verbrauchst du Ausdauer. Du kannst drücken, um deine Waffe... Ah, okay. So stecken wir die Ware weg. Du brauchst außerdem Ausdauer, um mit A auszuweichen. Sei vorsichtig, Manche Angriffe können ebenfalls Ausdauer verbrauchen. Gib Acht, dass sie dir nicht ausgeht. Hä? Das ging aber vorhin noch nicht. Oder liegt das an der Waffe? Alter, ich wäre fast abgestürzt.
Oder liegt das an der Waffe? Ah, okay. Ja, ist definitiv ein bisschen schneller als das Schwert, aber ich glaube nicht viel schneller. Und dort vorne ist er schon, unser Brand-Behemoth. Hat er mich schon gesehen? Ich glaube, der hat mich schon gesehen. Alter! Ja, wäre geil, wenn du manchmal auch erwischst. Alter, der macht halbwegs Schaden. Alter Schwede. Ach stimmt, ich hätte ja auch, ich kann ja auch sprinten. Ja, das Problem ist, du musst halt auch auf deine Ausdauer achten. Oh, und das Vieh hier ist gerade K.O. Komm, steh auf, Kollege. Heidewitzka, Alter. Ja, ähnlich wie bei Monster Hunter bin ich ein bisschen zu schlecht für das Spiel, glaube ich. Was ist das eigentlich hier? Was mit dem R-Knopf? Oh lol, irgendwas habe ich gerade eingesetzt. Bloß vielleicht hätte ich es gegen das Vieh einsetzen sollen. Alter, das war knapp. Alter, lass mich in Ruhe. Komm, lass es doch einfach sein. Überprüfe deine Ausdauer. Ja, keine Sorge, ich pass schon auf, dass meine Ausdauer nicht K.O. geht. Okay. Nein! Nicht mehr, da war ich zu langsam mit dem Ausweichen. Heidewitzka, lass mich in Ruhe. Yes, er ist wieder K.O. Jetzt greifen wir mal seinen Schädel an, vielleicht kann man da noch irgendwas zerstören. Nee, leider nicht. Wo ist er? Okay, aber die Taktik ist eigentlich relativ klar, was wir machen müssen. Den. Was macht der jetzt? Achso, der ist tot. Komm, stirb, Kollege. Level 3. Bringt das einem was, hier aufzusteigen? Junger Embermane erlegt. Oh, Alter. Geil. Ich bin ein richtiger Profi in dem Spiel. Rang S plus. Plus, Alter. Geil. Einfach nur Profi. Wir sind zurück in unserem Dorf. Ich habe jetzt mal ganz kurz in den Shop reingeguckt. Und zwar gibt es diese bunten Geldscheine, ja. Rechts oben dort, wo die farbige Null daneben steht. Mit denen kann man sich hier diverse Sachen kaufen. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie man sich diese Geldscheine zulegt. Ja, also das ist, also habe ich jetzt auch im Shop nicht gefunden, wie man sich irgendwie Geldscheine kaufen kann. Keine Ahnung. Oder ob man die dann bekommt, fragt mich mal. Keine Ahnung. Aber wir wollen jetzt auf jeden Fall zu Wills Bormen und unsere Waffe schmieden. Herstellen. So, wir geben ihm unsere... Wir könnten ihm unser Rekrutenschwert geben und dort quasi jetzt das Feuer von dem Behemoth drauf schmieden, glaube ich. Ja. Ausrüsten. Embersäbel. Ah, das Embersäbel kann ich herstellen. Okay. Ja, ich hätte aber lieber hier auch dieses genau, Emberkling. Rekrutenkettenklingen. Okay, 180 mit Feuer. 160. Ah, so, 180 Kraft gegen Eis. 100 Kraft gegen alle anderen außer Feuer. Und 60er Kraft gegen Feuer, Behemoths. Alles klar, das klingt doch nach einem Plan. Ach so, ich hab's sogar noch verbessert. Wie auch immer. Wie auch immer ich die Klinge jetzt verbessert habe. Ich hab keinen Plan. Steht es hier da? Benötigte Materialien. Die übliche Währung auf dem Shattered Isle. Eine Kugel benötigt 13. 7 habe ich, 970. Ja, könnte ich da eigentlich auch weiter verbessern, oder? Benötigt Abschluss von die beste Verteidigung. Ah, um es weiter zu verbessern. Okay.
Hammerklingen hergestellt. Levelaufstieg. Jawohl. Aua! Affe! Kann er nicht ausweichen. Gucken, ob ich mich hier mal fix heilen kann. Jawohl. Zumindest ein bisschen was aufgeladen. Finde ich schon mal gut. Und das Vieh ist tot. Wir haben es geschafft. Geht natürlich in der Gruppe noch umso schneller, umso einfacher. Also, wenn man es spielt, dann sollte man es in der Gruppe spielen. Mein Rang S, Teamrang S++. Okay, ja gut, in der Gruppe bin ich halt da nicht ganz so geil, weil ich noch ein bisschen ungeübt bin. Aber immerhin mit dem Team Rang S++. Kann sich das sehen lassen. Und damit sind wir wieder zurück im Dorf. Das soll es allerdings zum heutigen angespielt gewesen sein. Das war's zu Dauntless. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich denke, mit Freunden kann man da mit Sicherheit auch eine Menge Zeit investieren. Wer will, kann ja natürlich auch so ein bisschen Geld reinstecken. Ansonsten ist es ein Free-to-Play. Natürlich noch nicht so alt. Natürlich mit noch einigen Problemchen, einigen Fehlern, einigen Frame-Drops, die jetzt vielleicht gar nicht mal zwingend an der Switch liegen, sondern ich glaube einfach an den Servern, könnte ich mir vorstellen. Ansonsten hat Epic Games... Ja, man muss es einfach zugeben. Fortnite, ich meine, das spielen auch eine Menge Leute und es kann ja dann an der Stelle kein so schlechtes Spiel sein. Und Dauntless, mit Dauntless hat Epic Games auch mal wieder ganze Arbeit geleistet als Konkurrent quasi zu Monster Hunter, auch wenn es vielleicht die Monster Hunter Spieler nicht gern hören werden. Wie gesagt, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hätte Bock, das mal mit einer Gruppe zusammen zu spielen. Muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht klappt es ja, dass ich mit Joni dort und zwei anderen, vielleicht bei Joni in einem Stream, da mal was mache. Schauen wir einfach mal. Ich werde mit Joni mal reden. Und ja, das war's zum heutigen Angespielt. Ich bedanke mich dafür, dass es dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet gern zum nächsten Angespielt. Zum nächsten Angespielt wieder ein. Bis dahin. Macht's gut.